Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Memoria. So, ich habe eine Weile nicht mehr gespielt, das heißt, verzeiht mir, wenn ich die Namen nicht mehr so drauf habe. Aber wir sind hier auf jeden Fall gerade in der Magierakademie und wollen mehr über diesen Ort rausfinden, wo die Prinzessin hingegangen ist, damit wir da auch hingehen können, obwohl uns da dringend von abgeraten wurde. Aber Geron lässt sich nicht aufhalten, so hier ist gerade irgendwas, mal gucken. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Okay, ich muss sagen, dafür, was es im ersten Spiel für ein Problem war, hier reinzukommen, gehen wir hier jetzt ziemlich entspannt ein und aus. Besser, ich halte Dozent, mich im Hintergrund. kann ich trotzdem mal Angeber. gucken? Ich meine, Geron, kannst du Flammen machen? Er hat gerade Flammen gemacht, Sie oder? scheinen wenig beeindruckt. Ach so, okay. Na gut, dann ist es wohl wirklich nicht viel beeindruckend, was der Dozent hier macht. Wir gehen mal rein. Mal gucken. Igitt! Was? Breda? Was machst du da? Strafmaßnahme wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Draconia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Okay, ja, ich weiß gar nicht. Brida muss Toiletten schrubben wegen Alleingang. Woher wissen die das denn? Oder haben die einfach gemerkt, dass sie halt alleine draußen war und das darf man nicht? Außerdem, also wenn das ein Problem ist, den Wohnort zu verraten, dann hätte Brida das auch nicht in aller Öffentlichkeit. Die hätte uns kurz mit auf Klo ziehen können und keiner hätte was gemerkt. Da finde ich jetzt gerade ein bisschen selber schuld. Aber ihr scheint es ziemlich egal zu sein, glaube ich. So, wir haben hier irgendwelche Krähen. Nuri ist da nicht dabei. Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Kiron! Hey, das sind meine Freunde! Nuri? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Das war so klar. Ich wollte mich schon beschweren, warum Geron auf einmal so pissig auf die Krähen ist aus dem Nichts. Und natürlich war da Nuri dabei. Nuri hängt also mit Krähen ab. Ja, ich meine, das ist eigentlich nicht überraschend. Sie hat ja schon vorher mit Tieren abgehangen. Jetzt, wo sie selber eine ist. Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Ja. Giron, ich weiß wirklich nicht, was du da gerade treibst. Boah, ich habe das Gefühl, ne, das läuft halt alles irgendwie so ein bisschen. Nee, aber das ist falsch. Nuri hat recht. Nuri hat recht. So. Nuri erinnert sich an die Krähen, aber das sind halt nur irgendwelche Tiere, ne? Und sie hat schon immer mit Tieren abgehangen. So. Okay, Nuri, du hast hier das Haus beobachtet. Wohnt da ein Magister drin zufällig? Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Und ich will da einbrechen. Wie findest du das? Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Und? Ich hoffe, sie wird da drinnen nicht rausgejagt, ne? Wenn alle so sind zu Krähen wie du, Geron, dann hat sie es echt schlecht. Und? Ich bin jetzt Nuri! Ach, wie cool! Der Magister ist gar nicht da. Hier sind Bücher. Sie sehen schwer aus. Ich würde mir die Krallen brechen. Okay, was haben wir hier noch? Ein Lineal. Das kann sie nehmen, bestimmt. Das kann sie nehmen. Aber was tue ich damit? Moment, leg das mal erstmal wieder zurück. Nuri, leg es zurück. Bücher?
Soll ich die damit runterhebeln? Ah, ich könnte die damit runterhebeln, eventuell, ne? Aber wozu? Und boing. Ah, guckt mal, da liegt irgendwas drunter. Ein Dietrich, das könnte Geron helfen. Kann ich mir sonst irgendwas angucken? Nö, sieht nicht so spannend aus hier. Ja, na gut, dann nehme ich die mit und flieg wieder los, würde ich sagen. Oh. Ah, ist das so eine Art Spiegel, der die wahre Gestalt zeigt? Spannend, da würde ich auch gerne mal reingucken. So, hier ist Nuri, Tuchmacherviertel. Wir riechen mal. Wir haben es gar nicht so versucht. Schöne Sachen, aber wer braucht die schon? Okay, was haben wir noch? Das Haus. Hier wächst Efeu, aber es ist zu schwach, um mich zu tragen. Schade, schade. So, mich wundert aber schon, dass der gar nicht drin ist in dem Haus, ne? Vielleicht ist er woanders. Oh, hier ist ein Schatten, mit dem wir reden können. Hallo, Schatten. Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Ah, das ist der Typ mit den Münzen aus Honig. Wie geht's? Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Ah, okay, cool. Ja, vielen Dank. Kannst du uns noch irgendwas über Brida erzählen? Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Thulamiden zu fangen und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Okay, die haben große Pläne. Ich habe das Gefühl, Brida wäre damit nicht einverstanden, hier diese olle Magierakademie zu leiten. Ich glaube, da hat sie keine Lust drauf. Ich glaube, sie will was Besseres machen. Hatte ich zumindest so den Eindruck. Und heißt das, die wissen gar nicht, dass. Also ist das Problem, dass sie im Alleingang den Thulamiden fangen wollte? Oder ist das Problem, dass sie nach Nachtruhe zurückgekehrt ist? Weil woher wollen die denn wissen, was sie gemacht hat? Außer sie hat's erzählt, ne? Wer Bis weiß. später. Mach es gut, mein Freund. Ja, danke. Sag mal, zeigt er sich irgendwann? Wird es irgendwann eine große Enthüllung, wer er wirklich ist? Na gut, sonst haben wir nur das Haus. Okay, es gab also tatsächlich nicht viel anzugucken, bevor wir Nuri da reingeschickt haben. Na, dann öffnen wir doch mal die Tür. Und guck mal selber da rein. Mal Bei gucken, dem was. Oh. Magister Bodiak? Ist er aus Stein? Zufällig? Oh. Oh je. Was? Ich hab einen Erfolg gekriegt, Unheilsbringer. Ich wollte ihn nicht. Das war nicht. Das habe ich so nicht gewollt. Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, aber am Ende will ihn jemand zurückverwandeln und dann steht er ohne Ohr da. Ich lasse ihn lieber vollständig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man da noch was machen kann. Was mit unserem Reparaturzauber? Funktioniert der? Oh, der funktioniert wirklich. Ach, cool. Ja, dann lassen wir ihn doch natürlich stehen. Wir wollen ja jetzt nicht, ne? Den kann ja jemand ruhig so finden. Am Ende kommt nur die Putzfrau und macht den Staubhaufen weg und das war's. Hier ist Honig. Ach, damit könnten wir bestimmt Münzen machen, ne? Von unserem Freund da draußen. So, was haben wir hier noch? Die Statue fassen wir lieber nicht an. Truhe, da ist nichts drin. Ach, hier eine Kerze, die nehmen wir mit. Dann hier ist so ein Bär. Der geht viel jagen, der Magister, könnte das sein? So, sonst ist hier. Doch, hier ist eine Schublade. Aha. Solange Eurich dasteht, komme ich nicht an. Ach Mist, ja, okay, dann tut mir leid, Eurich, aber wir können ihn ja wieder zusammensetzen, ne? Zum Glück. So, Schublade. Wie, ich habe die ganze Schublade mitgenommen? Ach, mache ich einen Goldbarren Jemand eventuell? muss ihn zurückverwandeln, nicht kleben. Zurück. Ist in der Schublade noch ein Stück von ihm drinne? Es scheinen Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. Heavy. Staubhaufen. Klappt doch. Seine Hand.
Ah. Es scheinen Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. Okay, also wir haben jetzt tatsächlich quasi seine Hand in der Schublade. Kann ich die nicht einfach ausleeren? Kipp rauf. So. Und jetzt setzen wir ihn wieder zusammen. Ah, und jetzt sehen wir, was er da in der Schublade gehalten hat quasi. Ja gut, das ist jetzt natürlich schwierig. Wie machen wir denn da jetzt einen Abdruck von? Okay, ich gehe erstmal nach oben auf den Dachboden. Wir gucken uns erstmal da um. Mal gucken, was wir hier noch finden. Hä, das ist hier ein völlig anderer Ort. Wo war denn Nuri? Ich dachte, wir kommen jetzt hier hin, wo Nuri war, aber hier ist ein Schädel. Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Okay, was haben wir noch? Ein Besen? Ach, müssen wir ihn jetzt zusammenfegen, den Magister? Ah, und hier ist das Schloss. Okay, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Der Riegel rührt sich kein Stück. Und ich nehme an, unser Dietrich hilft da auch nicht. Man kann es ja mal probieren, ne? Keiner der Dietriche passt. Ja, okay. War ja eigentlich klar, ne? Aber wie gesagt, versuchen ist wichtig. So, Tür haben wir noch. Aber die ist halt zu, da sagt er gar nichts. Und den Schädel. Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Aber was hilft uns das? Da bin ich gerade unsicher. Ich gehe nochmal runter. Kann ich Nuri nochmal bitten, reinzufliegen? Sie hatte da... Ach, das ist der Raum hinter der Tür wahrscheinlich, wo Nuri war, ne? Nuri. Kannst du nochmal... Ich würde gerne nochmal als Nuri den Spiegel angucken. Wir sehen uns dann später. Bis später. Okay. Ja, nö, das hilft gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie einen Abdruck von dem Schlüssel machen. Und der Kerl da draußen macht den dann fest, vermute ich. Es wird wieder zu Staub. Und wenn ich es jetzt ein bisschen fege... Jetzt liegt der Staubhaufen hier. Okay. Ich bin unsicher, was das bringt, aber ich mache erstmal weiter. Jetzt hat er hier den Schlüssel. Ach, jetzt kann ich den nehmen. Nee, kann ich nicht. Ich kann nur alles kaputt machen. Verdammt. Der Schlüssel ist genauso zerbrechlich wie Eulrich. Ja, okay, Moment. Wir machen ihn mal nochmal heile. Ach so, kann ich eigentlich, Moment, nach Spuren der Magie Ausschau halten? Das wäre ja mal was, das habe ich ganz vergessen. Danach gucken wir mal noch. Und? Oh nein, Eulrich wurde verzaubert. So steif, wie ich ihn kenne, war ich mir da nicht sicher. Chiron, der Mann ist gestorben, glaube ich. Sei mal ein bisschen taktvoll. So, ist hier noch was? Der Anbau scheint magisch verstärkt worden zu sein. Ja, okay, das ist das hier wahrscheinlich. Hier gibt's also nichts weiter. Draußen gucke ich auch nochmal, ne? Ich will ja keinen Raum. Nicht, dass ich irgendwo was Magisches verpasse. So, hier gucken wir nochmal. Oh nein. Eulrich wurde verzaubert. So steif, wie ich ihn kenne. Okay, da sagt er nur dasselbe. Na gut, dann gehen wir nochmal rein. So, wir haben hier den Schlüssel. Kann ich irgendwie... Wir schmelzen mal den Honig. Wozu? Achso, der ist schon geschmolzen. Na gut, dann vielleicht den Honig einfach direkt mit dem Schlüssel. Der Honig würde den Schlüssel zwar kleben, aber auch seine Form verändern. Okay. Kerze mit Wachs vielleicht? Ein Wachsabdruck? Ah, ein Wachsabdruck. Okay, jetzt ihn kaputt machen. Dann bleibt der Wachsabdruck übrig. So, den nehmen wir jetzt mit. Wie auch immer wir es geschafft haben, Wachs um einen Schlüssel aus Staub herumzudrücken. Sei jetzt mal dahingestellt. Die füllen wir jetzt mit Honig. Ich habe etwas Honig in die Form gegossen.
Genau, sehr gut. Wachsform mit Honig. Ulrich stellen wir mal wieder hin, ne? Wie gesagt, nicht, dass der noch aus Versehen weggefegt wird. Den kann, also, die Magier sollen ruhig versuchen, den zu... Ach, jetzt geht's gar nicht mehr. Nein! Es scheinen Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. Aber, weil wir den Schlüssel geklaut haben? Aber wie sollen die denn jetzt Ulrich retten? Also jetzt ist gar keine Chance mehr, oder? Jetzt haben wir ihn gekillt, glaube ich. Denke ich. Das. Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes, verharre. Danke. Okay, praktisch, dass der da war. Ich hoffe einfach, die Magier untersuchen den Staubhaufen, ne? Und Ulrich ist uns nicht böse wegen der Hand. So, wir schneiden ich das mal raus. Ich kratze das Wachs vorsichtig ab. Ich hoffe, wir kriegen den Staub wieder. Nein, natürlich nicht. Ulrich ist jetzt einfach kaputt für immer. Bei Fex, es hat tatsächlich geklappt. Ich hoffe jetzt einfach mal für mein Gewissen, sagen wir jetzt einfach mal, der Ulrich war vorher schon hinüber. Den hätte man eh nicht mehr retten können, weil sonst haben wir ihn echt gekillt, ne? Geron hat gar kein schlechtes Gewissen, dem ist das richtig Rille. Na dann, in die Schreibstube. Genau, hier war Nuri und jetzt will ich direkt einmal in den Spiegel. Wie? Ich kann nicht in den Spiegel gucken. Leute, zeigt mir doch nicht sowas Interessantes und jetzt ist nicht. Hier ist eine Kohlezeichnung. Die Worte, nichts ist jemals verloren, stehen darunter. Naja, außer der Typ draußen vielleicht. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so wichtig. Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Draconia aus? Ich sehe mir das mal näher an. Oh. Ein Geheimfach. Was ist da drin? Eine versteinerte Ratte. Die Maske! Und Zeichnungen von der Maske. Die Ratte hat eine Hand am Kopf. Genau wie Ulrich. Also wurde alles hier drinnen versteinert quasi? Hier sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt, konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske, der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Also hat der Rubin tatsächlich direkt mit der Maske zu tun. Und der Dämon sucht den Rubin, beziehungsweise ja, die Prinzessin, der Stab, der was auch immer. Und ich repariere mal die Ratte. Vielleicht finden die, wenn wir die Ratte reparieren, finden die vielleicht raus, dass der Haufen unten auch jemand war. So, ich nehme das mal zurück. Warum auch immer die Ratte eine Hand am Kopf hat, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Bibliothek. Ich verstehe das noch nicht ganz. Also hatte Ulrich den Rubin und er hat seit Jahren nach der Maske gesucht. Anscheinend, ne? Und wir haben ihm die dann einfach in die Hand gedrückt. So, da hatte er das Glück seines Lebens, dass einfach irgend so ein Vogelfänger an irgend so einem Tatort für was er für die Arbeit machen musste, das Artefakt dabei hat, wonach er die ganze Zeit gesucht hat. Anscheinend. Und dann hat er sie gefunden, ist ab nach Hause und wollte irgendwas damit machen. Aber wahrscheinlich hat der Dämon oder die Prinzessin ihn gefunden, versteinert und den Rubin und die Maske mitgenommen, ne? Aber wohin sind sie dann? Sind sie nach Draconia? So, okay, wir müssen jetzt erstmal... Hier ist noch ein Gefäß. Ach, das nehmen wir einfach mit. Haben wir ein Gefäß? Okay, Bibliothek. Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Okay, und merkwürdiges Funkeln. Meine Hand ist zu groß, ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Mit dem Messer rauspulen vielleicht? Das Messer ist ein Stück zu kurz. Ach, kann ich eigentlich mich hier nochmal
hier nochmal umsehen, was hier so los ist. Der ganze Raum glüht. Kein Wunder bei einem Mann, der magische Artefakte sammelt, wie andere Leute Splitter im Fuß. Ich wünschte, ich hätte einen Steinfußboden zu Hause. Okay. Ich frage mich, Nuri könnte das vielleicht da rausholen, ne? Irgendwie anheben. Ja, weiß ich sonst nicht so recht, was wir machen sollen. Ich versuche nochmal, Nuri hier reinzuholen. Ich würde auch gern nochmal sehen, wie sie in den Spiegel guckt und sich selbst sieht. Nuri, kommst du, magst du nochmal mitkommen, eventuell? Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Okay, nee, Nuri hat gar keinen Bock. Ich habe auch das Gefühl, Nuri und Geron, also Geron versteht Nuri halt gar nicht, ne? Das war im ersten Teil, hat er sich ja schon ein bisschen schwer getan damit, aber da hatte sie halt, hatte ich doch das Gefühl, er belächelt sie halt so ein bisschen. Da war es halt so, ja, ne, Nuri, die redet halt immer mit Tieren und so. Also war es ihm noch irgendwie so sympathisch und jetzt ist er nur noch, boah, Nuri, was treibst du jetzt? Ist er nur noch genervt und Nuri ist auch nur noch genervt. Die verstehen sich beide überhaupt nicht mehr, habe ich das Gefühl. Nuri, aber er hat auch kein Verständnis dafür, der Geron. Der versteht überhaupt nicht, was sie will, so richtig. Der ist viel zu versteift. Ich meine, ich bin ja auch dafür, sie zu retten, ne? Weil, also, ich kann ja mal kurz erklären, in den Kommentaren wurde mir erklärt, dass Tiere halt keine Seele haben. Und deswegen, wenn Nuri, also Nuris Seele würde quasi sterben oder gelöscht werden, weil halt Tiere keine Seele haben und weil sie ja jetzt ein Tier ist, ne, korrigiert quasi das Universum das irgendwie und sie hat, also ne, ihre Seele wird aufgelöst oder stirbt quasi, ne? Das wollen wir ja verhindern, also weil zumindest habe ich das Gefühl, dass am Anfang dachte ich noch, ja, ne, vielleicht ist sie als Rabe auch glücklich, aber sie kann ja nicht glücklich sein, wenn einfach ihre Seele, also wenn sie einfach stirbt im Prinzip, ne? Insofern, ich will schon auch sie irgendwie retten, dass ihre Seele halt da bleibt. Aber halt, ich glaube, danach wird sie einfach Geron verlassen und sich alleine auf die Reise machen. Weil Geron irgendwie, ne, der findet, der sagt so, ey, häng nicht mit den Tieren ab. Ne, erzählt ihr die ganze Zeit, was sie zu tun und zu lassen hat. Der hat irgendwie gar kein Verständnis dafür, was sie will. So, aber genug, wie kriegen wir denn jetzt dieses magische Funkeln hier raus mit dem Besen? Der Besenstiel ist viel zu dick. Und wenn ich den anschnitze... Unsinn. Nicht? Mit dem Dietrich? Was sollen wir sonst da runterlassen? Mir fällt dazu nichts ein. Wir haben nur noch dieses Gefäß. Ach was. Kann ich reparieren, was da drin ist? In der Ritze ist etwas. Ein rötliches Schimmern, wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Ja, aber ich weiß nicht so ganz wie. Oder kommen wir von unten ran? Moment. Ich guck noch mal, wenn wir hier irgendwie mit dem, ne, wenn hier so ein Loch wäre, mit dem Besen da durch oder hier draußen vielleicht. Nee, hier gibt's, Moment, hier liegt was. Nee, das ist das Tuchmacherviertel. Ich dachte schon, wir können hier den Gürtel uns nehmen. Mist. Okay, wir müssen noch mal hoch. Wir haben halt auch keinen Honig mehr, ne? Wenn ich das Ding irgendwie anheben könnte. Mit der Kette vielleicht? Die ist irgendwie angeln? Geht nicht. Hier ist auch... Ach, ich weiß! Moment, ich weiß. Wir machen die Ratte kaputt, deswegen hat die Ratte eine Hand am Kopf. Und jetzt nehmen wir hier die Asche mit. Kippen die da rein. Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Mhm. Ich habe verstanden. Aber dann... Ach Mann, jetzt war ich so, okay. Wir haben zwar den Typen... Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Unwiderrufbar beschädigt, aber zumindest sehen die ja hier oben die Ratte und können so rausfinden. Nee, jetzt haben wir die Ratte in so eine Ritze getan. Wir killen den Typen da unten immer mehr, als er es eh schon ist. Irgendwie. Na gut, vielleicht finden sie die Ratte ja trotzdem. Wir nehmen den Rubin mit. Ein Rubin? Den hat der Dämon also nicht gefunden. Er hat einen Sprung. Er hat einen Sprung? Mein Kopf. Geron, bleib bei uns. Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder. Ich hoffe, es ist nur Brida, ne? Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia. Hilf mir.
Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gerne ein Sklave? Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Die Maske. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Phtan, Faskadan, Esplaste, Katan. Murilor, Gras, Ferel, Goran. Hil, Bemutir, Gerul, Felan. Juntir, Katan, Feluntir, Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Okay. Alles klar. Ist das eine... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil... Ich dachte, Urtulamidisch kann sie lesen. War Urtulamidisch nicht dasselbe, was über der Grabkammer stand? Warum hat sie das dann nicht verstanden? Oder verwechsel ich jetzt die Sprachen? Ich glaube, ich verwechsel die Sprachen. Vielleicht meinte er nicht, es steht in Urtulamidisch auf der Maske, sondern er hat es irgendwie übersetzen lassen oder sowas. Bin ich mir gerade... Irgendwas ist hier komisch. Egal, ich habe bestimmt nur irgendwas vergessen. Erzähl mir mehr über die Maske. Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau. Aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Und wie ging nochmal die Formel? Na? Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist zu schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Ist aber auch schön blöd, dass sie auf der Innenseite steht, ne? Also wenn die Regel wirklich ist, du musst sie jemand anderem aufsetzen und dann vorlesen, was da steht, das wäre schon schlauer gewesen, wenn man es dann außen hingeschrieben hätte. Ich sag's nur. Nutzerfreundlichkeit geht so. Die versteinerten Hände, können wir die überhaupt entsteinern? Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Wir kriegen noch mehr Zauber? Oh, Hammer! Cool. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Ich will jetzt hier eigentlich nicht die Natur kaputt machen, aber an sich kann ich noch was anderes machen? Ja, ich muss mich ja erstmal umsehen. Richtet meinen Versteinerungszauber erst nur auf die Blume. Ja, okay, Tutorial, End- und Versteinern, let's go Blume. Und nun verwandelt sie wieder zurück. Und klick. Ich hatte recht. Wie weit geht dieser Zauber? Vorerst reicht meine Kraft nur für kleine Tiere und Pflanzen. Einst konnte ich vermutlich auch ganze Menschen versteinern. Aber die Jahre müssen mich geschwächt haben. Wie kommt es, dass du dich jetzt daran erinnerst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind diese Berge. Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich trug Malakas Maske bei mir. Und ich suchte einen Garten? Mehr weiß ich nicht. Wenn es mir gelingt, Rachwan die Maske aufzusetzen, werden wir es vielleicht bald erfahren. Aber wenn er die Maske aufhat und uns dann hier hochhebt, wie kommt dann die Maske hinterher? Ich sehe so ein paar Lücken in dem Plan. Außerdem, der wird uns doch niemals die Maske ihm aufsetzen lassen. Und selbst mit steinernen Händen sollte er den ja noch abkriegen. Übrigens, ich verstehe das Dilemma der beiden, ne? Ich verstehe, warum er sie umbringen will. Weil, also, ne, Hände versteinern ist schon hart. Und er musste jetzt wahrscheinlich auch ein paar Monate oder Wochen mit versteinerten Händen leben. So, er kann nichts machen, er kann nicht. Das ist schon kacke. Und es ist jetzt halt so eine Pattsituation, ne? Er hebt sie nicht drüber, weil er weiß, sie verpisst sich dann einfach und macht seine Hände nicht wieder ganz. Aber sie entsteinert auch nicht seine Hände, weil sie weiß, er würde sie umbringen. Also es ist...
Es ist schwierig. Und es ist ja jetzt auch egal, was er sagt. Also selbst wenn er jetzt sagt, so, nein, nein, ich bringe dich nicht um, das glaubt sie ihm ja nicht. Also das würde ich ihm halt auch nicht glauben. Schwierig. So, Schnee. Den gucken wir mal an. Nein. Ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Aber Schneeball. Nein. Ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Okay, na gut, dann nicht. Felswand. Rachwan, du musst mir darüber helfen. Befrei mich zuerst. Damit er euch erwürgen kann? Nein. Findet lieber einen Weg, wie ihr ihm die Maske aufsetzen könnt. Ja, okay, das schaffen wir schon. So, Dornenbusch. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. Kann ich den versteinern und mir eine Dorne abmachen? Vision schicken, aktivieren, deaktivieren. Okay, okay. Unser Zauberrepertoire wird immer besser, ne? Jetzt, wie? Das ist aber kein versteinerter Dornenbusch. Das ist einfach Stein. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. Okay, und das ist auch nicht der richtige Text. Also vielleicht entsteinern wir den zur Sicherheit mal lieber wieder. So. Was haben wir hier noch? Eine Feuerstelle? Ich brauche dringend Wärme. Ich erfriere gleich. Naja, wir haben doch Feuersteine mal gehabt, oder? Ja, hier, Feuersteine. Dann machen wir doch mal ein Feuer. Es braucht schon mehr für ein Feuer als nur ein paar Feuersteine. Ja, okay, dann hier Grasbüschel. Wir schaffen das schon, wir schaffen das schon. Ist das Gras giftig? Nein, ist. Ist. Ich bin deine Spiele ein für alle Mal satt. Okay, dann schneiden wir uns mal ein bisschen Gras ab. Wenn es essbar wäre, könnte ich es von Hand ausreißen und essen. Aber das Risiko ist so groß. Nein, ich dachte für die Feuerstelle. Ach man, du machst hier echt nicht mit. Kann ich den Ast, was haben wir noch? Verband, Rubin, Alkohol. Den Ast vielleicht anzünden? Ah, okay. Aus dem Ast ist aber ganz schön viel Holz geworden. So, Feuersteine. Es ist zu windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Ah, und wenn ich... Moment. Wenn ich den Dornenbusch versteinere... Und jetzt habe ich so einen Windschutz quasi aus Stein. Klappt das jetzt vielleicht? Ja, okay, cool. Großes Willst Feuer. Willst du dich nicht mit ans Feuer setzen, Rachwan? Kälte ist nur im Kopf. Halte sie aus dem Kopf und dir wird nicht kalt. Okay, gut zu wissen. Jetzt mit warmen Händen kann ich mir jetzt vielleicht Schnee nehmen. Nein. Eventuell. Ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Ich habe extra Feuer gemacht. Rachwan, Drachenstatue. Willst du dich nicht ans Feuer setzen, Rachwan? Kälte ist nur immer... Ja, ja, okay, ich habe verstanden. Du möchtest nicht. Eiskristalle, kann ich die nehmen vielleicht? Bloß nicht hinsehen. Mir ist schon kalt genug. So, Drachenstatue. Allein der Anblick lässt einem das Blut gefrieren. Nicht wahr, Herren? Das liegt an den Eiszapfen, nicht an dem Steinblock. Okay. Oh mein Gott, kann ich den entsteinern? Haben wir dann einen Drachen? Ich muss euch ein weiteres Mal enttäuschen. Das ist kein versteinerter Drache. Das ist eine echte Statue. Aber es wäre sehr cool, wenn wir jetzt hier so einen Drachen... Wobei, der würde uns... Also eventuell würde der uns einfach fressen. Aber cool wäre es trotzdem. Oh, hier ist Draconia. Wenn es nur so einfach wäre. Okay, wozu haben wir das Feuer gemacht? Ich meine, ich nehme jetzt einfach mal an, wenn ich jetzt versuche, ihm die Maske aufzusetzen, wird er Nein sagen. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Ich weiß. Aber wie? Feuer? Vielleicht? Willst du dich nicht mit ans Feuer setzen, Rachwan? Kälte ist alt. Okay, das klappt nicht. Kann ich sonst mit ihm reden? Hilfe, Maske, Kälte, Feuer. Ja, okay, Hilfe. Mach mir endlich eine Räuberleiter. Hilf mir über die Felswand. Gib mir meine Hände zurück. Es wird Zeit, dass ich dich endlich töte. Setz ihm die Maske auf und er wird es sich anders überlegen.
Ja, du sagst das so einfach, Zauberstab, aber hat der eigentlich einen Namen? Können wir den anders nennen als Stab? Okay, ihr müsst mir einmal helfen. Wenn er den Namen schon gesagt hat, dann schreibt ihn mir in die Kommentare. Wenn wir wirklich nicht wissen, wie er heißt, dann denkt euch einfach einen aus. Schreibt, wie wir den Zauberstab nennen sollen. So, Kälte. Ist dir nicht kalt? In Draconia kannst du dich endlich wärmen. Kälte ist nur im Kopf. Denke nicht daran und dir wird auch nicht kalt. Ich meine, ich muss schon sagen, er mit seinem Oberkörper frei ist beeindruckend in dem Schnee, der hier ist. Also ist schon nicht schlecht. Feuer? Ich habe Feuer gemacht. Mir ist nicht kalt. Keine Gedanken an Kälte. Keine Kälte. Es passiert alles im Kopf. Heißt das, wenn ich mit dir ganz viel über die Kälte rede? Ist dir nicht kalt? Kälte denken. Okay, nee, es scheint nicht zu funktionieren. Ich dachte vielleicht, wenn ich ganz viel mit ihm über Eiszapfen und so rede, dass ihm dann doch kalt wird. Und die Maske? Setz die Maske auf. Achso, nee, ja. Bleib mir fern. Ihr werdet ihn erst. Ich weiß. So, okay. Das war alles kein sehr hilfreiches Gespräch. Ja, aber dann würde ich sagen, lassen wir es doch erstmal gut sein für diese Folge. Wir überwältigen dann beim nächsten Mal bei das Schwarze Auge Memoria. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!